In Berlin spreche ich jetzt mit Dirk Zaleski, Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Herzlich willkommen. Sie sind ja diejenigen, die neue Wohnungen bauen sollen und vorhandene modernisieren müssen. Über das Modernisieren reden wir gleich erstmal. Aber der Wohnungsneubau, da hakt es ja ein bisschen. 400.000 Wohnungen wollte die Bundesregierung bauen eigentlich in diesem Jahr. Wenn es ganz schlecht läuft, werden wir mal gerade 200.000 neue Wohnungen bekommen. Sind das auch Zahlen, die Sie so bestätigen können? Sie werden ja heute auch eine eigene Studie vorstellen. Das ist richtig. Ich kann leider diese Zahlen bestätigen. Wir haben im letzten Jahr im Vertrieb von Eigentumsmaßnahmen quasi Mitte des Jahres mit dem Zinssprung einen Fall auf Null gehabt und Wohnungen, die Bauträger im Vorjahr nicht verkaufen, werden im Folgejahr nicht gebaut. Und ich bin guter Hoffnung, dass es hoffentlich 200.000 werden. Das ist schon fast eine optimistische Annahme mittlerweile bei dem, was wir so wahrnehmen. Wir haben natürlich große Projekte, die dann irgendwann in die Fertigstellung laufen, aber es ist fast nichts Neues mehr begonnen worden im letzten Jahr. Und das heißt, die Katastrophe wird ihren Lauf nehmen und wahrscheinlich im nächsten Jahr noch viel schlimmere Zahlen liefern. Woran liegt das denn? Auf der einen Seite heißt es immer, wir haben Probleme, Baustoffe zu bekommen. Jetzt heißt es die hohen Zinsen. Aber das sind doch eigentlich alles Probleme, die wir nicht erst seit ein, zwei Jahren kennen, sondern eigentlich schon seit vielen Jahren. Ich denke an die Hochzinspolitik in den 80er Jahren. Da haben wir ja trotzdem Wohnungen gebaut. Liegt es vielleicht auch ein bisschen an Ihnen, an den Wohnungsbauunternehmen, dass sie zum Beispiel nicht risikofreudig genug sind? Also solch ein Problem hat immer viele Gründe. Dass es an unseren Unternehmen liegt, glaube ich eher weniger. Wir bauen zu teuer in Deutschland. Wir bauen zu aufwendig, wir bauen mit viel zu hohen Standards. Herr Lutschak hat es ja gerade auch gesagt, wir regulieren uns bis zur Unbeweglichkeit. Das macht Bauen teuer. Auf der anderen Seite haben wir aber einen Bedarf nach bezahlbarem Wohnen für breite Schichten der Bevölkerung. Und ich kann nicht teuer bauen und billig vermieten. Das passt betriebswirtschaftlich nicht zueinander. Und jetzt ist die Frage, wie wir die Lücke schließen zwischen dem Anspruch, den Regierung formuliert, an Qualitäten, an Standards, zu den Möglichkeiten der Menschen im Lande, das auch zu bezahlen. Und eine Antwort könnte sein, wir fördern die Lücke weg. Die andere Antwort könnte aber auch sein, wir gehen mit dem Anspruchsniveau runter, in welchen Bereichen das möglich ist, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten. Mir fallen da sicherlich einige ein und unseren klugen Ingenieurinnen und Ingenieuren noch viel mehr. Wir haben zu viele Regeln, wir haben zu komplexe Regeln, wir haben zu lange Genehmigungsverfahren. 4% ist eigentlich volkswirtschaftlich gesehen ein gesunder Zinssatz, aber wir kommen von null. Und von 0 auf 4 in 6 Monaten, das war erstmal, das hat für eine Schockstarre gesorgt. Und die wirkt sich jetzt konkret in den Zahlen aus. Also es sind ja schon mal eine ganze Menge Forderungen, die Sie da eben aufgestellt haben. Sie treffen sich ja heute auch mit den Politikerinnen und Politikern des Bundes und der anderen Parteien, können das da ja vorbringen. Jetzt gibt es noch einen ganz spannenden Punkt seit gestern, das ist nämlich der sogenannte Heizungstausch. Da ist ja jetzt beschlossen worden, dass es eben ab dem kommenden Jahr einen großen Anteil erneuerbarer Energien geben soll, wenn man eine neue Heizung anbaut. 65% müssen es mindestens sein. Sie hatten den Entwurf schon mal vorher in der Hand und haben gesagt, das ist nicht technologieoffen, nicht praxisgerecht, sozial und wirtschaftlich nicht tragfähig. Jetzt haben Sie ja gestern die Vorschläge von Herrn Habeck und Frau Geiwitz gehört. Bleibt es bei Ihrer Kritik? Also zunächst mal kritisiere ich das gesamte Verfahren. Die Koalition hat sich über Wochen und Monate darüber ausgezeichnet oder dafür ausgezeichnet, sich darüber einig zu sein, uneinig zu sein. Und wir hatten die ganze Zeit die Wahrnehmung, dass unterschiedliche Interessengruppen innerhalb der Regierung sich nicht einig werden, was man denn jetzt eigentlich will. Der Koalitionsausschuss hat dann ein richtiges Ziel beschlossen. Wir müssen weg von fossilen Brennstoffen. Das ist gar keine Frage. Das ist auch für die Wohnungswirtschaft gar keine Frage. Aber wir müssen es auf einem Weg machen, der auch gangbar ist. Und wenn Sie sich mit Bauphysikern unterhalten oder mit Energietechnikern oder mit Haustechnikern, dann werden Sie relativ schnell feststellen, dass die im ersten Entwurf quasi vorgeschriebene Wärmepumpe nicht das Allheilmittel für alle Heizungsnotwendigkeiten in Deutschland ist. Und das muss man sich auch, da muss man auch ehrlich zu sich sein. Und wenn ich Herrn Siebenkotten demnächst erzähle, dass die Nebenkosten für seine Mieterinnen und Mieter durch die Decke schießen, ein Tag nachdem, in den letzten Wochen reden wir ja quasi über kein anderes Thema mehr, am Sonntagabend verkündet Frau Göring-Eckardt, wenn jetzt der Atomstrom die Netze nicht mehr verstopft, dann wird der ganze erneuerbare Strom sehr viel günstiger werden. Und am nächsten Tag verkündet E.ON die Preiserhöhung für Strom.
Das ist das, was in der Bevölkerung ankommt. Keine stringente Politik, eine Regierung, die sich uneins ist, ein Finanzminister, der eine Protokollnotiz zu einem Kabinettsbeschluss gibt, dass das Parlament ja an dem Gesetz, was sie im Kabinett beschlossen haben, sowieso noch was ändern wird. Die Frage ist, wie soll sich die Wirtschaft, wie soll sich die Industrie, der Handel, das Handwerk und auch wir als Wohnungswirtschaft und Bauprojektentwickler innerhalb von 6 Monaten auf dieses neue Gesetz einstellen, dessen Inhalt wir jetzt im Detail immer noch nicht kennen, weil uns ja der Finanzminister und die Bauministerin ja gestern auch schon erklärt haben, dass das, was im Moment beschlossen ist, nicht das sein wird, was am Ende Gesetz ist. Insofern, die Unsicherheit wird immer größer und Unsicherheit führt zu Attentismus und Attentismus bedeutet, es wird noch weniger gebaut. Der Wohnungsbautag 2023, das war Dirk Zaleski, Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Ich merke, es wird eine spannende Diskussion heute geben. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Vielen Dank nach Bonn.